Hallo zusammen und herzlich willkommen zur siebten Folge von Projekt Herkules auf dem Metin 2 Server Emerald. Henr ist der Name und in diesem Projekt bauen wir uns einen Ninja und eine Schamanin auf mit dem Ziel, mit den beiden Chars erst den Nemre und später dann irgendwann die Hydra erlegen zu können. Ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, was es mindestens braucht, um diese Bosse sicher zu besiegen und als Farmquelle nutzen zu können. Abgesehen von den 12 Euro Abo-Gebühren ist das Ganze free to play und wir müssen uns alles für die beiden Chars natürlich selbst erfarmen. Allerdings werden wir uns sehr, sehr viel Won zusammen farmen müssen, um beide Chars irgendwann mal so weit auf Stand zu bringen, dass sie überhaupt einen der beiden Bosse schaffen. Und damit das nicht bis in alle Ewigkeit dauert, denn ich will ja auch irgendwann mal in Rente gehen können, erlauben wir uns, wie ihr wisst, unseren Waffensucher aus Projekt Avatar weiterhin als Farmer zu nutzen. Das Schöne daran ist, dass wir wirklich viele verschiedene Methoden zur Verfügung haben, um Geld zu machen mit so einem 105er Waffensucher, und ich kann immer ein bisschen Abwechslung reinbringen und gerade das machen, wonach mir so der Sinn steht. Neulich wollte ich zum Beispiel mal die Himmelstränen in unserem Armband und der Kette wieder auffüllen, aber weil eine einzelne Himmelsträne einfach mal über 16 Millionen Yang gekostet hat, haben sich Shami und Sura kurzerhand zwei Spitzhacken geschnappt und im Tempel eine Runde geerzt. Ich habe mich dabei auf Himmelstränenadern und Diamantadern beschränkt, denn auch Diamanten gehen gerne mal für 10 bis 12 Millionen pro Stück über die Ladentheke. Und nach gut 2 Stunden Erzen kam mit zwei Chars ca. 1300 Diamantstein und 1800 Himmelstränen erst bei rum. Schauen wir uns mal die finale Ausbeute nach der Veredelung an. Also 8 von 13 Diamanten ist voll im Durchschnitt, aber 8 von 18 Himmelstränen erfolgreich ist schon eine freche Quote. Naja, trotzdem ein guter Ertrag mit einem Gesamtwert von rund 2 Won. Aber zwischendurch wird natürlich auch weiter fleißig gehandelt. Weil ich gerade sowieso mit Erzen beschäftigt war, hatte ich hier 9 mal 13 Diamanten für je 1 Won im Angebot gesehen. Und da haben wir direkt mal rein investiert. Pro Stück sind das nämlich dann 7,7 Millionen Yang und ich kann schon mal sagen, wir haben zwar über eine Woche gebraucht, um alle zu verkaufen, aber die gingen auch alle für zwischen 10 und 12 Millionen weg, je nach Tagespreis. Habe ich dann also immer angepasst, damit ich immer der günstigste am Markt war, aber trotz dieser Schwankungen wollte ich immer meinen Gewinn machen und bei 117 Diamanten waren das also irgendwas zwischen 2 und 4 Won Gewinn. So. Wer den Drachenguide gesehen hat, der vor kurzem rauskam, der weiß schon ein bisschen, was jetzt kommt. Und wer im Livestream dabei war, sowieso. Wenn wir mit dem Sura den Drachen wirklich langfristig farmen und möglichst hohen Gewinn rausholen wollen, dann ist es einfach zu teuer, alle 6 Runs täglich mit Shami und dem Sura zu laufen. Denn das kostet uns dann pro Tag 700 Drachenraum-Eintritte. Die werden aktuell immer seltener und damit auch immer teurer auf Emerald. Und das wiederum schmälert massiv den Gewinn, den wir aus den Drachenruns bekommen, wenn man Eintritte statt gewundener Schlüssel verwendet. Aus diesem Grund sind wir noch ein weiteres Mal in den Spinnen-Dungeon 3 gestiefelt und haben uns nach und nach 4 Krieger auf dem Shami-Account auf Level 75 gezogen. Denn, da es für unsere Drachenruns aktuell überhaupt keine Rolle spielt, ob die Shami dabei ist oder nicht, können wir genauso gut blanke Chars als Lückenbüßer mitnehmen. Denn die brauchen ja für den ersten Run des Tages auch nur gewundene Schlüssel. Und da die Krieger eben nur auf 75 kommen mussten, war da auch voller EXP-Push angesagt. Ich wollte da möglichst wenig Zeit verlieren. Doppelter Trank der Weisheit, Fische, alles rein da. Deshalb hat jeder Char auch nur ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, um von Level 1 auf 75 zu kommen. Jetzt brauchen wir, wenn wir 6 Runs mit dem Sura laufen wollen, an einem Tag statt 700 Drachenraum-Eintritte nur noch 420. Nämlich 350 für den Sura und 70 für die Shami. Denn auf unserem Account können natürlich nur 5 Chars sein. Aber trotzdem wird das unsere Gewinnspanne in der Zukunft nochmal massiv steigern. Und die 75er Krieger müssen auch nicht immer wieder neu in die Grotte reinlaufen, sondern können auch einfach ihr Dasein bis in alle Ewigkeit vor dem Drachenraum fristen. Allerdings habe ich das nicht an einem Tag durchgezogen, sondern verteilt über ein ganzes Wochenende. Bei 10 Stunden Tapfies im SD3 ziehen wird man ja sonst Matsche in der Birne. Freitag hatte ich den ersten Char alleine angefangen und abends dann gemeinsam mit euch im Livestream auf 75 gebracht. Den zweiten haben wir direkt danach gestartet und den habe ich dann samstags vormittags alleine fertig gelevelt. Sonntags dann den dritten ebenfalls mit euch gemeinsam im Stream bis auf 75 gezogen und den letzten habe ich montags nochmal alleine gemacht. Außerdem habe ich mit dem letzten Krieger noch einen Sura auf dem Main-Account auf 61 mitgezogen, damit wir noch einen Core-Farmer für den DT mehr haben. Und damit erfüllen alle 10 Slots von unseren beiden Accounts jetzt einen Zweck.
Auf dem Main haben wir unseren 105er Sucher, den Ninja, Map 2 Lykaner und zwei 61er DT Core Farmer. Und auf dem zweiten Account unsere Shami und vier Level 75er Krieger. Das ist doch mal gut genutzt. Und vom Freitagsstream will ich euch noch etwas erzählen, denn wir haben uns endgültig von einem guten Freund und Unterstützer hier auf Emerald verabschieden müssen. Der gute Rayleigh, für den wir vor einiger Zeit sogar noch einen Exeyade erfolgreich herstellen durften, hat uns vor Ende seiner Abo-Laufzeit noch alles vererbt, was er so auf dem Char rumliegen hatte. Und das war wieder mal eine ganze Menge. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, hat mir immer Spaß gemacht, mit dir hier auf dem Server Unfug zu treiben. Und fühl dich natürlich auch in Zukunft immer herzlich auf diesem Kanal willkommen. Und ja, vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Die Chance hat übrigens Kazuya genutzt, um einmal schöne Grüße an die Gilde OneUp auszurichten. Und hat dafür sogar zwei Konzis springen lassen. Vielen Dank dir. Aber ich frag mich, ob ich jetzt das Video hier eigentlich mit enthält bezahlte Werbung kennzeichnen muss. Spaß beiseite, OneUp ist mir auf jeden Fall bisher nur positiv begegnet. Ein weiteres Mitglied, den ich auch häufig und gerne im Chat unseres Streams sehe, Nutellabrot, hatte mich auch schon mal unterstützt mit ein paar Versuchen, unsere Zodiac-Klinge mit Kraft der Blitze zu verzaubern. Das ist auch ehrlich gesagt schon ein bisschen her, aber ich habe aktuell echt viel, von dem ich euch erzählen will, was hier in diesem Projekt so passiert, aber hier passt es gerade sehr, sehr gut. Aber bei all dem Support von euch und Dankbarkeit meinerseits, ich frage immer nach Pfand, eigentlich immer, wenn ich etwas von mir rausrücke, wie ich es auch jedem von euch immer empfehle. Manch einer mag das vielleicht als undankbar empfinden, dass ich das frage, selbst wenn ihr mir etwas schenken wollt. Aber es ist einfach eine Prinzipsache. Auch bin ich in der Vergangenheit einigen Scams zum Opfer gefallen. Noch nicht hier auf Emerald, aber früher. Und seitdem ich hier das YouTube-Projekt mache, wurde es auch auf Tiger Ghost bei mir schon versucht. Also nehmt's bitte nicht persönlich, wenn ich euch trotzdem um Pfand bitte. Egal, wie lange wir schon zusammen spielen, ob wir uns zum ersten Mal begegnen oder vielleicht schon seit einem halben Jahr namentlich kennen, selbst wenn ihr hier nur gute Absichten haben solltet. Aber ich denke, jeder, der schon mal im guten Glauben etwas abgegeben hat und dann gescammt wurde, wird mir hier in dem Punkt zustimmen und das nicht persönlich nehmen. Leider haben keine der drei oder vier Verzauberungsversuche von Nutella geklappt, aber dennoch vielen, vielen Dank, dass du die angeboten und für mich verbraucht hast, hätte sie sogar free of charge abgegeben, also kostenlos, als Support. Deshalb hier auch nochmal explizit von mir Shoutout an Nutellabrot und die Gilde OneUp. So, ich weiß, mittlerweile ist schon ein wenig Zeit vergangen, seitdem wir uns um den Ninja und die Shami gekümmert haben. Und ich verspreche euch, sehr bald geht es weiter mit den beiden. Aber insbesondere durch die Up-Items von Rayleigh können wir jetzt eine kleine Sidequest starten, die mich persönlich schon extrem lange sehr interessiert hat. Hier seht ihr einen Clip von Mitte März, wie ich ein Löwenschwert plus 0 mit 50 DSS kaufe für 1,25 Won. Das war für 2 Won im Shop und ich hatte noch einiges runterhandeln können, denn es hat mich wirklich interessiert, wie groß der Impact einer Waffe ist, die weniger Angriffswert, aber dafür mehr DSS hat. Aber um das zu testen, muss das Schwert erstmal auf plus 9. Und jeder, der schon mal 75er Waffen geupt hat, der weiß, was das für ein Krampf ist. Ein großer Dank geht vorab schon mal an Venom, der hier abseits der Kamera nicht nur fast 30 Schriftrollen des Drachen von sich geopfert hat, um hier den Content mit voranzutreiben, sondern auch Vierersteine gesponsert hat. Sein erster Monster plus 4 war zum Glück erfolgreich, sodass wir die übrigen zurückgeben konnten, aber Todi plus 4 hat einiges an Versuchen gebraucht und da musste ich ordentlich nachkaufen. Und außerdem habe ich auch alles an B-Segis und B-Drachen-Segis von allen Chars, die wir mittlerweile haben und die immer aus Lellingstruhen kommen, verbraten. Deshalb nicht wundern, wenn wir hier in den nächsten Minuten zwischen den Chars hin und her springen. Und jetzt lehnt euch zurück, genießt die Abmontage und schauen wir mal, ob das Löwenschwert überhaupt irgendwann mal auf plus 9 gegangen ist.
bevor ihr euch in den Kommentaren beschwert, ich weiß, das war eine extrem lange Montage, aber ich wollte auch einfach zeigen, wie viele Ressourcen so eine 75er-Waffe fressen kann, bevor sie endlich auf plus 9 geht. Und ich hatte den Eindruck, dass wir da noch relativ eine gute Quote hatten. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt, wie viele plus 9er Fails wir hatten und wie viele Ressourcen wir insgesamt verbraucht haben. Aber es hat gar nicht so lange gedauert, wie ich das befürchtet hatte. Und jetzt haben wir endlich ein Löwenschwert plus 9 mit 50 DSS. Warum habe ich mir das angetan? Ich bin aktuell noch der Überzeugung, dass der Angriffswert einer Waffe nicht so viel Auswirkung hat im High-Level oder Mid-Level, wie das der DSS-Wert hat. Deswegen hoffe ich, dass die 50 DSS auf dem Löwenschwert schwerer wiegen als der niedrige Angriffswert im Vergleich zu einem Giftschwert zum Beispiel. Und deswegen habe ich auch rumgefragt und nach einem Giftschwert gesucht, was ich mir ausleihen kann als Vergleich. Und über Umwege bin ich dann an den Captain verwiesen worden, beziehungsweise vermittelt worden. Und der hat mir sein Giftschwert plus 9 mit 47 DSS geliehen. Das hat zwar auch ein bisschen Kraft des Eises, das müssen wir jetzt noch mit dem Kopf behalten bei unserem Test, aber im Großen und Ganzen sind die Waffen schon größtenteils vergleichbar, würde ich sagen. Das heißt, wir können ziemlich genau sehen, okay, wir haben 3 DSS weniger auf dem Gifty, aber dafür deutlich mehr Angriffswert. Wie wirkt sich das auf unseren Schaden aus? Und das werden wir am Beran Setau testen. Ich bin gespannt. So, da sind wir vorm Drachenraum. Und wir werden jetzt mit 3 verschiedenen Waffen jeweils eine Metinwelle weghauen und dann auf den Drachen einschlagen und mal schauen, was wir da so an Schaden raushauen. Disclaimer, ich werde außer den Pots hier keine weiteren Tränke nutzen. Das heißt, kein DGA, Crit, DB und Taus für den Start. Erst wenn ich den Drachen danach dann killen will. Denn ich werde ihn jetzt eh nicht weghauen können in, ja, 3 Runden. Das heißt, danach muss ich erstmal ein bisschen drauf rumklöppeln. Es geht mir jetzt vielmehr darum, den Schadensoutput dieser 3 Waffen unter gleichen Bedingungen zu vergleichen. Das heißt, das erste Mal unsere Zodiac-Klinge, die ist ja bekannt, mit 41 DSS, 6 Int, 6 Metin. Und unter anderem wegen dem 6. und 7. Bonus 6 gegen Metin-Steine wird sie gerade bei der Metin-Welle deutlich die Nase vorn haben. Dann als zweites das Giftschwert von Captain mit 47 DSS und Kraft des Eises plus 7%. Was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen verzerrt macht, aber ist es trotzdem eine sehr, sehr schöne Waffe. Und als drittes dann das Löwenschwert plus 9 mit 50 DSS. Das heißt, wir haben jetzt hier effektiv, das hat nochmal plus 16 AW durch die Kraft des Eises, ja, 70 bis 90 AW Unterschied zu dem Löwi, aber 3 DSS weniger. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie groß der Unterschied zwischen den beiden ist. Ich glaube, dass 3 DSS einiges ausmachen im Vergleich zu den AW, aber wir werden uns jetzt von der tatsächlichen Realität überzeugen. Deswegen würde ich mal sagen, wir erstellen direkt mal eine Instanz. Wie gesagt, wir fangen an mit der Zodiac-Klinge. Equipment an, Alchi an, Klinge an. Krieger in die Ecke. Und Kampf beginnen. Ich lasse die Taus, wobei Crit-DB-Kampf kann ich eigentlich und DGA kann ich reinmachen, aber die Taus werde ich weglassen, denn nachher vergesse ich noch, in irgendeinem Punkt den Tau zu erneuern und dann ist es ein bisschen verfälscht, weil ich irgendwie nicht richtig aufpasse. Deswegen ist mir das ein bisschen zu heikel. Aber wir sehen, wir machen an den Metins jetzt mit DGA und sonst quasi keinem Push. Machen wir so in der Spitze 17,5, 18,5. Das ist schon mal ganz okay. Dafür, dass wir fast keinen Push nehmen. 18, 18,3, 18,6. So, und jetzt geht's auf den Drachen. Und da machen wir so ungefähr 12.000, um die 12.000 in Crit und DB zumindest. Und wir kriegen immer noch gut Schaden. Ja, also ich sehe hier so 11,5, maximal 12k. Ich glaube, der absolute Höchstwert, den wir gesehen haben, war 12,2. Dann mache ich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter Schaden am Drachen. Und sobald wir dann 57,30 erreicht haben, werden wir uns dann mal mit dem Giftschwert anschauen, was wir da für einen Schaden raushauen. So, und die Metinwelle sollte jetzt jeden Moment kommen. Da geht's los. Und wir wechseln auf das Giftschwert. Da machen wir am Metin 16 bis 17. Ungefähr, ja, okay, 17k in der Spitze. Ich glaube, 17,2 habe ich gesehen. Also so ungefähr 1000 weniger. 17.000.
Aber das war zu erwarten, allein schon wegen der stark gegen Metinsteinwert. Denn der richtig interessante Vergleichswert wird dann auf jeden Fall sein Gifty versus Löwi, denn beide haben keine 6/7. Und trotz 6% weniger Schaden am Metin machen wir jetzt hier wirklich trotzdem nur in Anführungsstrichen nicht mal 1000 weniger in der Spitze. Ich pfeife jetzt übrigens mal auf den Drachen und oh nein, mein Krieger ist rausteleportiert, darauf habe ich nicht geachtet. Dann kann ich direkt mal ausprobieren, ob man aufladen kann und wieder betreten kann. Jawohl, das geht. Gut zu wissen. Das heißt, wenn man einmal auflädt und den aus dem Drachenraum rausteleportiert wird, dann kann man ihn wieder betreten. Jetzt bin ich nur gleich mal gespannt, ob die Aufladung verbraucht ist. Das wird sich gleich zeigen. So, wie viel Schaden machen wir jetzt mit dem Gift hier am Drachen? Und wir machen fast genauso viel Schaden. Fast genauso viel Schaden am Drachen mit dem Gifty wie mit meinem Zodiac, mit meiner Zodiac-Klinge. Das ist schon krass. Also das hat 6 DSS mehr, aber so, ja, wie viel sind das? 237 versus 283, also so 45, ungefähr 40 bis 45 AW weniger. Aber ehrlich gesagt hätte ich dann so ein bisschen damit gerechnet, dass das Gifty sogar mehr Schaden macht dann, weil ich dachte, dass 6 DSS mehr ausmachen als 50 AW. Das war so ein bisschen meine Erwartung. Oh, geht schon wieder weiter. So, und dann haben wir jetzt den letzten Part, nämlich unser Löwenschwert. Und das Löwenschwert macht 16... Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, 16,2, 16,3, also nochmal 1000 weniger als das Gifty. Hm, okay, das ist Wahnsinn. Also ich hätte gedacht, das macht wenigstens ein bisschen mehr. Aber ja, der Max Damage scheint so bei 16.300, 16.400 zu liegen in der Spitze. Und das trotz 50 DSS. Also es hat 9 DSS mehr als die Zodiac-Klinge, aber natürlich gefühlt nur die Hälfte an AW. So waren das alle schon. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was hier beim Drachen an Schaden rauskommt. Und wir haben 10.800 sehe ich hier als Max-Wert. Und ich weiß nicht, warum ich hier so dermaßen auf die Mütze kriege. Ja, 11.000 habe ich jetzt gerade einmal gesehen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, dann haben wir ein paar Vergleichswerte und ich weiß nicht, was hier los ist. Ich gehe jetzt mal, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Drachen, damit ich den Run hier nicht waste und gehe nochmal auf Zodiac-Klinge und auf volle Konzentration und so weiter. Hier noch einmal die drei Waffen zum Vergleich und der maximale Schaden von jeder Waffe. Insbesondere beim Vergleich zwischen Zodiac und Gifty bzw. Zodiac und Löwi zeigt sich ein Trend, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Das Gifty macht trotz nur 30 bis 40 AW weniger und dafür 6 DSS mehr etwas weniger Schaden am Drachen als die Klinge. Metins vernachlässigen wir jetzt erstmal, denn die Klinge hat plus 6 gegen Metinsteine, das ist ein unfairer Vergleich. Aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die 6 DSS deutlich schwerer wiegen als die AW, denn der Sura bewegt sich mit verzauberter Klinge an bei einem Angriffswert von über 2000. Was sind da 30 bis 40 AW weniger gegenüber 6 DSS mehr? Und noch stärker fällt es beim Löwi auf. Mit 9 DSS mehr, aber 100 bis 130 AW weniger als die Zodiac-Klinge, macht es viel weniger Schaden und verliert auch deutlich gegen das Gifty. Scheinbar ist Angriffswert doch ein extrem großer Faktor und es wird Zeit, dass wir in Equipment mit AW im 6/7. Bonus investieren. Denn wie es aussieht, macht auch ein bisschen Angriffswert echt einiges aus. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen auch zeigen, dass es nicht unbedingt immer sofort eine Zodiac-Waffe sein muss. Denn auch ein Giftschwert kann wirklich, wirklich noch viel Schaden rausschallern. Und ein Zodiac-Schwert, eine Zodiac-Klinge oder sonstige Zodiac-Waffen müssen wirklich, wirklich gut sein und quasi mindestens plus 8, besser plus 9 sein, damit sie überhaupt einen deutlichen Mehrwert gegenüber einem Giftschwert haben oder einer anderen 75er-Waffe. Deswegen stresst euch nicht, wenn ihr nicht unbedingt gerade eine optimale Zodiac-Waffe in den Finger bekommt. Manchmal tut's auch eine 75er-Waffe genauso gut. Aber damit ist der Test abgeschlossen, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall auch sehr lehrreich.
Und in der nächsten Episode, wie gesagt, versprochen, geht's auf jeden Fall mit Volldampf weiter, Projekt Herkules weiter voranzutreiben. Denn der Ninja und die Shami haben beide noch sehr viel Arbeit vor sich. Aber damit soll es das für die heutige Episode erstmal gewesen sein. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ebenso gilt wie immer, Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr irgendwas mit mir teilen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!